So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd, der Wellock Challenge, yay! In diesem Part müssen wir leider Drangwing auf die Box ablegen. Der Arme ist ja im letzten Part gestorben, er ist seiner geliebten Myrim in den Tod gefolgt. Oh. Und dafür gibt's natürlich wie gewohnt erstmal 10 Trauersekunden. So, reicht auch schon wieder. Mir ist aufgefallen, dass die Items bei sich haben. Die würde ich doch gerne mitnehmen. So, Beutel. Oh, Beutel ist voll. Okay, dann nutzen wir die Gelegenheit gleich mal und legen ein paar Säckchen ab. Item ablegen. Wobei, wir können die Sachen teilweise sogar verkaufen. Komm, anstatt dass wir sie ablegen, verkaufe ich sie lieber. Was wollte ich sagen? Und zwar genau, ihr habt mich, beziehungsweise einer von euch hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich eigentlich im letzten Part einen Regelverstoß begangen habe. Jetzt nichts mega drastisches, aber Regelverstoß ist Regelverstoß und so muss ich das auch handhaben. Das heißt, ich werde die Wedlock Challenge abbrechen. Nee, natürlich nicht. Ich meine, es war ein Regelverstoß, aber ich finde jetzt kein allzu schlimmer. Ich werde es euch gleich erklären, damit ihr nicht irgendwie denkt, wovon labert der Typ. Und zwar geht es um Folgendes. Wartet kurz, bis ich alles verkauft habe. Und zwar, Drangwing ist ja im letzten Part gestorben. Ich habe, nichtsdestotrotz habe ich ihn benutzt, um einen Baum zu zerschneiden. Also ich habe Zerschneider eingesetzt. Und das darf ich eigentlich nicht. Nun finde ich es aber jetzt lächerlich, wegen so einem Regelverstoß wirklich die Wedlock Challenge abzubrechen. Wenn ihr das anders seht, dann, ja, keine Ahnung, da seht ihr das halt anders. Aber ich finde das wirklich lächerlich, wenn man wegen sowas die Wedlock Challenge abbricht. Und von dem her habe ich mir gedacht, ich bringe einfach im Nachhinein einen Pokémon VM Zerschneider bei, weil dann wäre es halt so, als ob ich das Pokémon im letzten Part benutzt hätte, um den Busch zu zerschneiden. Ich hoffe, damit seid ihr alle einverstanden. Das ist... Oh, nur Shoki-chan kann Zerschneider lernen. Gut. Dann ist sie der offizielle Nachfolger von Drangwing, ist ja auch seine Witwe, mehr oder weniger. Ist es seine Witwe? Sie ist eine Witwe, aber ob es seine ist, keine Ahnung, ob man das so definieren kann. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr so mit dieser Entscheidung zufrieden seid. Ich habe jetzt einfach einem anderen Pokémon Zerschneider beigebracht, obwohl ich Zerschneider gar nicht gerne haben will, aber... Ja, dann sagen wir einfach, im letzten Part hat Dings Shoki-chan Zerschneider eingesetzt und nicht Drangwing. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ich glaube, ihr seid es. Ich hoffe, ihr seid es. Das wäre ganz cool, wäre echt schade, wegen so einer kleinen und lächerlichen, vor allem lächerlichen Begebenheit, das Ding wieso habe ich das nicht verkauft? Da hat es doch verkauft, oder nicht? Gut, Ewigstein kann ich ablegen. AP Plus kann ich momentan auch ablegen. Das behalten wir mal. Den Brief legen wir ab. Sonderbonbon, Angriffsplus, Beleber. Ich bin gerade bei... Ah, ich bin gerade bei Items nehmen. Oh, ich Idiot. Sorry. Gut, dann schauen wir nochmal. Fördersympathie können wir ablegen, behalten wir mal, EP-Teil behalten wir mal, Bodenattacken, hat jemand Bodenattacken? Legen wir mal ab, Energiestaub behalten, behalten, Mondstein ablegen, AP Plus können wir ablegen, Feuerheile behalten, Kraftwurzel behalten, Heilpuder behalten, okay, Feuerstein legen wir ab, Äther können wir auch ablegen, ja, dann Eisen, ja, legen wir Eisen ab, Donnerstein, Donnerstein ablegen, wir legen ziemlich viel ab. Komm, wir können das ganze Zeug ablegen. Und wenn wir irgendwas brauchen, dann können wir es ja wieder mitnehmen. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventory. Das ist doch schön und gut. Habe ich die Pokémon geheilt? Nein, aber jetzt habe ich sie geheilt. So, dann hätten wir das auch getan. Und jetzt können wir theoretisch... Ihr hattet übrigens recht. Also, irgendjemand hat von euch geschrieben, dass das viel klüger gewesen wäre, wenn ich das Pokémon hier gefangen hätte. Also hier ein Dings. Ein Kekleon. Und da habt ihr zu 100% recht.
Aber man kann hier gar nicht gegen das Keklon kämpfen. Oh, ich dachte, man kann dagegen kämpfen. Also konnte ich es hier gar nicht fangen. Ha, seht ihr, das habe ich natürlich mit bedacht. Also, ja. Wollte ich nur mal sagen. Seht ihr, man kann nicht gegen die kämpfen. So, will ich... Ne, Shuki-chan auf jeden Fall nicht. Die ist alleine. Die braucht im nächsten Part auf jeden Fall wieder einen Partner. Die liebe kleine Shuki-chan. Ich kann sie theoretisch eigentlich... Das fängt super an. Das fängt super an. Alter Falter. Dann machen wir es so. Furienschlag. Oh, komm. Da kannst du machen, was du willst. So, komm. Noch ein Furienschlag halt raus, ja. So, dann heile ich es mal ganz kurz. Keine Angst, ich werde nicht allzu viel vorspulen, aber bei solchen langweiligen Situationen kann man, finde ich, durchaus... Ich merke gerade, ich habe gar keine Supertränke. Wieso suche ich immer nach Supertränken, wenn ich gar keine habe? Gut, ich sollte mir vielleicht wieder neue kaufen. So Furienschlag müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Das ist echt ein bisschen langweilig. So, dann schauen wir mal, wie viel wir Schaden machen. Da setzt du nur Agilität ein. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Bam. Okay, ich spule jetzt zu oft vor. Ich merke es gerade selbst, ich spule zu oft vor. Deswegen lasse ich das. Wird ein Vorhit-KO. Hat Wieb kein Panzereron? Oh Mann, wenn sie ein Panzereron hat, bin ich ziemlich am Arsch, meine lieben Freunde. Weil Panzereron ist schon richtig stark. Vor allem, weil wir nichts wirklich Effektives dagegen haben. Das einzig Effektive wäre halt, eine Glut von Drangwing gewesen. Aber Drangwing ist, wie ihr ja vielleicht wisst, leider im letzten Part von uns gegangen. Nun gut, Panzereron ist erstmal besiegt. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Es ist besiegt. Uiuiui, Falco! Hey Falco, du bist ziemlich tot, weil Falco ist tot. Der Sänger Falco ist tot. Leider, leider, leider. Ich muss Sandra heilen, weil ich muss hier einen Doppelkampf machen, wie es aussieht. Habe ich einen Bären? Habe ich einen Bären? Das ist gutes Deutsch übrigens. Ja, komm. Hier keine Bären, nirgends. Nee. Okay, wieso gehe ich dann raus? Oh Mann, bin ich verwirrt. Bin ich verwirrt. So. Nochmal eine Kraftwurzel. Und übrigens, was ich mal lustig finde. Ich habe heute mal einfach just for fun. Was heißt just for fun? Ich habe einfach einen Kommentar unter einem Nicht-Videospiel-Video gemacht. Also unter einem Video gemacht, das nichts mit Videospielen zu tun hatte. Und innerhalb von 10 Minuten scheinen mir drei Leute... was machst du hier? What the fuck, was machst du hier? Was machst du hier? Und da wollte ich euch sagen, liebe Freunde, ich schaue mir durchaus auch Sachen an, die nichts mit Videospielen zu tun haben. Stellt euch das mal vor. Und wieso tue ich das? Weil mir diese Sachen gefallen, weil... Ja, weil sie mir halt gefallen. So, deswegen tue ich es. Und ich finde, da ist auch nichts dabei. Ich schaue mir halt auch andere Sachen an. Ist ja... Ey! Ey, 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 Leute, wir haben Chris. Wenn ein weiteres Panzereron kommt mit Drachenwut, wird er das Panzereron niederbrutzen. Naja, nicht niederbrutzen, weil es nicht brennt oder so. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder Unlicht, nee, Unlicht ist nicht so gut. Also ich wollte sagen Biss, nicht Unlicht. Ich mache erstmal Wablu fertig. Weil Wablu könnte durchaus Gesang haben und auf Gesang habe ich absolut keine Lust. Triplette, jo. Kein Problem, solange es mich nicht irgendwie einfriert oder was weiß ich, oder paralysiert oder verbrennt, ist alles okay. So, dann hätten wir schon mal die eine Hälfte des Duos geschafft. Sandra versucht Stampfer zu lernen. Das bringen wir auf jeden Fall bei. Okay. Ja, auf jeden Fall für Aufruhr. Wir haben jetzt ziemlich viele Normalattacken, haben nun gut. Sandra ist halt so ein Normal-Pokémon, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Oh, die haben ja noch ein Pokémon. Ich dachte, die haben nur zwei, also jeweils zwei. Okay, kein Problem. Wir setzen... Nein, ich wollte eigentlich Stampfer einsetzen. Jetzt nicht, weil Stampfer stärker ist als Geheimpokémon. Aber einfach, damit ihr mal eine andere Attacke seht. Also, damit ihr nicht die ganze Zeit hier Geheimpower seht. So, Raserei auf Sandra. Das ist kein Problem. So, jetzt zeigen wir mal, wie Stampfer aussieht.
sieht sicher mega ultra cool aus. Ne, ich finde ja. Oh. Okay. Oder wir sehen das nicht. Panzerehren, oder wir sehen es doch. Yay. Panzerehren. Hui. Ah, da. Habt ihr gesehen? Stampfe. Ui, hat gar nicht mal so wenig abgezogen. Aber trotzdem zu wenig. Hier, komm. Versuchen wir jetzt ein bisschen zu flinchen und mal schauen, wie viel das wegzieht. Wird das ein 3-Hit-KO? Ja. Also es wird theoretisch sogar ein 2-Hit-KO werden bei diesem Panzer-Aeron. Aber Wiebke, wenn sie ein Panzer-Aeron hat, hat sie wahrscheinlich ein stärkeres Panzer-Aeron. Panzer-Aeron. Von dem her muss ich mir jetzt nicht hier irgendwie was einreden von wegen, ey, ich würde das Panzer-Aeron 2-Hit-KOen. Warum wäre es scheiße? Ey, das... Nein! Wenn Wiebke irgendwie... Oh, Tropius. Ich finde Tropius so klasse. Ganz ehrlich. Tropius ist einfach klasse. Wenn Wiebke... Alter, wenn Wiebke Wirbelwind einsetzt... Dann bin ich völlig am Arsch. Weil dann wird mein Team... Wenn zum Beispiel Shoki-Chan dran kommt, der hat doch keine Chance. Der hat doch keine Chance, die liebe Shoki-Chan. Oh, ich hab ehrlich gesagt richtig Bammel vor dem Kampf. Ich hab richtig Bammel vor dem Kampf. So, ist es richtig so? Ja, nee. Moment, doch, ist richtig. Noch ein Doppelkampf, okay. Kein Problem, ich glaube, in diesem Kampf werden wir noch nicht gegen Wiebke antreten können. Aber ich werde auf jeden Fall die Arena-Sklaven hier ein bisschen fertig machen. So, jetzt kümmern wir uns auf jeden Fall erst einmal um Schwalbos. Das spüre ich ein bisschen vor, weil, ja... Weil ist halt so. So. Und dann um das Xatu, weil ich habe mehr Angst vor Xatu als vor Dodu. Normalerweise hätte ich doch bestärkt bleiben sollen. Aber nun gut. Sei es drum, machen wir es halt so. Nochmal eine Geheimpower und du machst Stärke da drauf. So, bam, weg mit dir. Und Geheimpower sollte reichen, damit das liebe Xatu auch drauf geht. So, dann machen wir das so und Pelipper, oh, Pelipper hält ziemlich viel aus, aber wir bekommen Volltreffer, sehr gut. So, den habe ich vorgespult, den nächsten werde ich nicht vorspulen. Ich könnte jetzt, könnte jetzt theoretisch, ne, warte, wartet kurz, also hier und dann einmal hier durch. Oh ne, ups, upsi dupsi. Ja, warte, wie geht das? Muss mal kurz nachdenken. Wir müssen wahrscheinlich den Typen erstmal besiegen. Ich werde Chris auf jeden Fall erstmal trainieren. Ihn als erstes, damit er auch gegen... Er ist sozusagen mein großer Hoffnungsträger gegen Wiebke, weil... Sonst keine... ich muss noch schauen, vielleicht kann Sandra irgendwie so eine Elektroattacke lernen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre sogar richtig gut. Das fände ich richtig, richtig knorke. Tropius hat, soweit ich weiß, richtig gute... Verteidigungswerte, vor allem Spezialverteidigungswerte. Und dem halt greife ich das lieber mal mit Stärke an. Okay. Es hat aber allgemein, wie ihr seht, richtig viel Verteidigung. Dann schauen wir mal, ich bin mir relativ sicher, dass Wiebke ein Tropius hat. Schauen wir mal, wie viel Drachenblut abzieht. Ich glaube etwa gleich viel wie Stärke, oder? Ja, das sollte neutral effektiv sein. Finde ich jetzt nicht so gut, aber nun gut. Was soll man machen? Besser als dass es sehr effektiv ist. Solange sie aber keine Elektroattacken hat, bin ich eigentlich mit Chris ganz gut beraten, würde ich sagen. Hm. So, jetzt muss ich mir überlegen. So geht das wahrscheinlich. Dann so, so. Okay, hab's ja. Ich habe es. War nicht so schwer. Haben wir Wiebke schon erreicht? Ja, wir haben Wiebke schon erreicht. Aber wir werden Wiebke erst im nächsten Part die Stirn bieten. Werde ich meine Poké ein bisschen offscreen trainieren? Ich überlege es mir gerade. Werde ich sie offscreen trainieren? Ich glaube, ich mache das sogar ein bisschen. Ja. Ich trainiere sie ein bisschen offscreen. Dann, also nicht zu viel, sondern nur ein ganz kleines bisschen, so ganz, ganz kleines bisschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part gegen Wiebke, meine lieben Freunde. Glaubt ihr, ich werde es schaffen, ohne irgendein Pokémon zu verlieren? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, meine lieben Freunde, man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.